Steinbock, Wochenbotschaft für dich, okay? 30. Oktober bis 5. November. Steinbock, wir schauen rein. Denkt dran, Leute, ja, alles, was wir hier in unseren Videos euch sagen, meine Karten und ich, sind immer Messages, die für euch als bewusste Menschen ankommen, aber auch bewusste Frequenzen, die ich aussende für euer Unterbewusstsein, um die Dinge zu realisieren, zu verwirklichen, in eure Bewusstseinsfrequenz zu bringen, der Annahme, dass sich das, was unsichtbar ist, sichtbar macht, okay? Ganz wichtig ist vor allen Dingen auch mir jetzt am Anfang schon zu sagen, möchtest du eine private Legung haben, schreib mich an, okay? Novembertermine sind wieder frei. Hast du einen Notfalltermin vor Augen, schreib mich an. Wenn es auch wirklich ein Notfall ist, kriegst du sofort am selben Tag noch von mir einen Termin eingerichtet, okay? Das war wichtig. Warum? Weil Steinbock, nächste Woche wird eine Herausforderung auf dich zukommen, wo du aus deiner Wohlfühlzone rauskatapultiert wirst, wo du aus deiner Wohlfühlzone rausgekitzelt wirst, wo ein Resultat, etwas, was ja sich aufzeigt, damit zu tun hat, aus deiner Wohlfühlzone, aus deinem Trott, aus deiner Routine, aus deinem normalen Denken, wird sich aufzeigen. Und wenn es sich schon gerade aufgezeigt hat, wird es hier zu einer ja, Situation sich entwickeln können, die dein ganzes Verständnis, deine ganze Konzentration bedarf. Okay? So. Das heißt, die Vergangenheit steht mal wieder an erster Stelle für unseren Steinbock, ja, durch Menschen, durch Situationen, durch Erinnerungen, durch was auch immer. Lass dich also nicht bremsen, geh die Herausforderung an und ab nach vorne, ja. Für die Leute, die vielleicht was mit einem Fisch zu tun haben oder sehr fischig auch in ihrer Geburtskarte Energie mit sich bringen, kommende Woche heißt es, lieber nachdenken, lieber meditieren, lieber aus der Kraft heraus, ja, einen Tag sich Zeit zu nehmen und dann erst auf die Vollen zu gehen. Aber die Prüfung nächste Woche wird sein, das Selbstvertrauen, was du an den Tag bringen wirst, ob es in dieser Situation ist, ja, ob es mit dem Anwalt ist, ob es mit der neuen Liebe ist, ob es mit einem Seelenprozess ist, ob es einfach darum geht, ja, was für ein Auto kaufe ich mir. Also es ist Lattewurst, aber kommende Woche ist das Selbstvertrauen die Hauptenergie, die du zur Verfügung hast, um, sobald man dich aus deiner Wohlfühlzone rauskatapultiert, ja, in dieser Frequenz zu bleiben, dich immer wieder zu ordnen. Eine Situation, die auch mit Widder, Schütze, Löwe zu tun haben kann. Ja, denk dran, Fische, Waage, Wassermann sind auch sehr markiert hier. Es wird sehr spannend werden, weil die Widerstände oder diese Verbindungen, die man kreieren kann, kreieren wird, werden auf sehr viel Impulsivität oder auf Energien stoßen oder in Energien reflektieren, die auch dich immer wieder daran erinnern, dass du ein sehr Power-Mensch bist, aber nächste Woche wirklich ein bisschen mehr die Füße stillhalten darfst. Die Leute, die jemanden pflegen, die Leute, die mit gesundheitlichen Themen zu tun haben, von sich selber oder von jemand anderem, ja, jeder Arzt wird dir helfen können, sofern es keine Erkrankung ist, die schon im Endstadium ist, ja. Alles, was du aus der Situation erleben wirst, die dich vielleicht so ein bisschen ins Schmunzeln bringt, abwarten, ja, nicht voreilig handeln. Das Drama braucht nicht immer zu passieren, sondern mit einer ruhigen Frequenz erreicht man mehr. Du hast ein paar unruhige Geister in deinem Leben nächste Woche, ja. Du hast ein paar Situationen, wo du auch ein Lächeln verschenkst, einfach mal so. Du wirst auch Situationen erleben kommende Woche, wo viele Lösungen sich alleine darstellen können, gerade in der Gefühlsebene. Aber erwarte keine großen Wunder, weil kommende Woche kann nur eine Romantik, eine Liebe, eine Gefühlsebene, eine Befriedigung echt vollzogen werden, wenn du auch bereit bist, die Warnsignale, die vorher kommen, auch zu erkennen. Ja, also es wird sehr spannend. Also Gespräche ohne Ende. B, P, H, W, M, O, D, F, X und E. Pass es an, Name, Nachname, Kosename, was auch immer, okay? Wichtig ist, Steinbock kommende Woche, sei immer du selber, aber fahre ein bisschen die impulsive Ader zurück. Denk dran, Notfall-Express-Termine, schreib mich an. Ich kann in meinen Videos leider nicht immer alles das sagen, was ich eigentlich sagen möchte, soll und sollte oder, ne, warum? Weil einfach, es gibt Richtlinien, es gibt auch Angaben, wo ich hier auch wirklich beherzigen muss, okay? Also, schreib mich an und wir hören uns. Bye!